Hallo und herzlich willkommen zu Grill mir ein. Ich bin Matthias und heute machen wir eine Grillhaxe. Ein bisschen abgewandelt als Mischung zwischen Pulled Pork und Grillhaxe, also eine Pulled Grillhaxe, wenn man es so nimmt. Und was wir dafür alles brauchen, das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Video. So, hier habe ich eine Grillhaxe, oder besser gesagt eigentlich ein Eisbein. Ja, das ist ein mächtiger Oschi. Den habe ich ca. eine Stunde vorkochen lassen. Des Weiteren benötigen wir Apfelsaft, einfach naturtrüben, ganz wie ihr wollt. Bisschen Knoblauch, bisschen Barbecue-Rub. Ja, weil wir das Ganze nachher dämpfen, Backpapier und Alufolie. Ja, und das war's schon. So, jetzt wrappen wir im Prinzip unsere Haxe ein bisschen ein. Ja, dann nehme ich hier eine ganz einfache Barbecue-Rub. Habe ich ja schon erwähnt, ordentlich drauf. Ja, ein bisschen einschmieren. So dass auch überall ein bisschen von dem Barbecue-Gewürz hinkommt. Ja, eins hatte ich vergessen zu erwähnen, ich hatte das Fett im Prinzip vorher ein bisschen angeschnitten, ne, in so einer warmen Struktur, damit wir auch so eine gewisse krosse Haut bekommen. So, und dann kann das eigentlich auch schon zum ersten Mal mit auf den Grill. So, da ist das gute Stück. Das grillen wir jetzt von beiden Seiten scharf an, oder von allen Seiten besser gesagt. Ja, bevor wir es dann einpacken können. So, jetzt wenden wir das gute Stück mal. Oh ja, das sieht auch schon richtig gut aus. Fürs Raucharoma gebe ich ein bisschen Späne dazu und Deckel drauf. Ja, eine knappe Stunde Grillzeit ist jetzt rum. Oh Mensch, die sieht aber schon richtig gut aus. Ja, schön knusprig geworden, die Kruste. Hört man richtig. Ja, und dann kann sie jetzt auch verpackt werden. Und da sehen wir uns gleich beim Verpacken. So, das Monster an Haxe ist jetzt soweit gegrillt. Und jetzt nehmen wir uns dann den naturtrüben Apfelsaft. Geben das so ein bisschen drüber. Noch ein bisschen ins Backpapier rein. Ja, noch ein Schwapp. So, und dann kann das nämlich da drin dann dämpfen. So, jetzt schlagen wir es ein. Und zweimal in Backpapier. Und in Alufolie. Ja, gut verpacken, dass nichts ausläuft.
Ja, so sieht's aus. Unsere Haxenbombe. Die geht jetzt nochmal für circa 2 Stunden bei Niedrigtemperatur auf den Grill. Ja, jetzt liegt sie da, unsere Haxenbombe, für die nächsten 2 Stunden. Ja, dann sehen wir uns in 2 Stunden wieder. Bis dann. So, da sind wir wieder nach einer gefühlten Ewigkeit. Also 2,5 Stunden sind jetzt circa vergangen. 2 Stunden habe ich gesagt, ich habe es halt noch ein bisschen länger drauf gelassen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es riecht schon absolut fantastisch. Also Wahnsinn. Jetzt packen wir das Ganze mal aus und schauen mal, was draus geworden ist. Oh. Leute, hier kommt mir ein Geruch entgegen. Alter Schwede. Hammergeil. Also ich muss euch jetzt hier mal ein bisschen näher mit rannehmen, damit ihr das auch seht. Unglaublich. So, da ist er. Gucken wir mal. Ah, er hat sich hier schön vom Knochen schon zurückgebildet. Astrein, das kann man hier schon so abziehen. Vom Knochen runter. Seht ihr das? Das ist absolut fantastisch. Wahnsinn. Das packen wir uns hier mal schön beiseite. Wer den Knochen bekommt, der Hund. Ah, heiß. Guckt euch das an. Das kann man so runterziehen. Blitzblank. So, und natürlich müssen wir das Ganze auch mal verkosten. Hier mal so ein kleines Stück. Brauche ich gar kein Messer zu. Das ist verdammt heiß. So, auf euch. Mahlzeit. Also total klasse. Jetzt nehme ich mir hier noch mal ein Stück Sparte. Also wir hatten eine leichte Süße vom Apfelsaft und da wir ja vorhin ein bisschen Rauchspäne drauf gemacht haben, auch eine leicht rauchige Note und natürlich die Würze von der Barbecue-Soße, von der Barbecue-Rub, Entschuldigung, also astrein. Kann ich nur empfehlen zum Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben, abonniert meinen Kanal, ja, und über einen netten Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dann, euer Matthias.